mitten in Frankfurt, Harun aka Paul Rübke hier neben mir heute in Frankfurt. Wir spielen heute in der Butch Cup, ausverkauftes Haus, wird ein Wahnsinn. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg im Taxi zu UFM, werden erstmal Radio-Action machen mit unserer wahnsinnigen Radiopromoterin, die Kamera so gut hält. Also Rübke, Materia, Frankfurt, unglaublicher Tag. Hier Materia bei UFM, wir gehen jetzt rein, machen einen wahnsinnigen Interview-Marathon hier im Radio, so Materia bei UFM. Kommt mit! Du bist Model gewesen, du bist kein wirklich hässlicher Typ, wenn ich das mal so sagen darf. So, mittlerweile. Das heißt, wie ist denn die Quote von Frauen auf deinen Gigs eigentlich? Sehr gut. Also das war früher, war sie irgendwie bei unter 2%. Und heute ist, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert und was natürlich auch ganz gut ist für die Jungs. Also die Quote, würde ich schon sagen, ist bei 50-70% auf jeden Fall. Du willst mir jetzt hier sagen, marketingmäßig, man kriegt das Package bei dir. Geilen Rap und die Ladies. Auf jeden Fall. Wahnsinnige Kostüme, wahnsinnige Show, geiler Sound, elektronische Wahnsinns-Lichtwelten und Ladies. 2010 war ein fettes Jahr. Ich denke, da ist viel passiert. Und ich habe einen Song gehört, da kommt der gute Kollege Sido an den Start und macht sowas wie einen Rückblick. Und er sagt über dich, ja, Materia ist auf jeden Fall kein Endboss. Ist das jetzt Beef oder ist das cool zusammen? Also ich bin, wie gesagt, ich habe mich mit ihm auch lange darüber unterhalten. Ich fand es halt nicht gut, dass er das gemacht hat. Mag ihn als Typen und wir haben uns darüber lange unterhalten und das ist alles cool. Er sagt ja, Materia ist eigentlich ganz cool, doch er ist noch ganz bestimmt kein Endboss. Das ist ja jetzt auch kein richtiger Diss. Das ist so, das ist okay. Es geht ja um Endboss. Ich habe nie gesagt, ich bin der Coolste. Endboss ist einfach eine Metapher eines Liedes, wo es darum geht, dass der Tod irgendwann vor ihm steht. Und der ist halt der Endboss. Willst du immer mal gegenrappen? Nein. Also wenn ich dann anfangen würde, dann würde ich in irgendwas reinrutschen, wo ich mich nicht sehe. Deswegen ist alles cool. Du fühlst dich jung, doch das Leben hat dich alt gemacht. Du merkst es jedes Jahr zu Silvester. Tut mir leid, du bist ein Teil der Jugend von gestern. Du siehst vor lauter Kerzen und Kuchen nicht mehr. Willst raus in die Natur und endlich Ruhe vor dem Lärm. Jetzt wohnst du im Reihenhaus, denn du bist willenlos. Die wilde Zeit vorbei, der Pimmel klein, die Brille groß. Es dauert schon, bis es vorbei ist. Doch man ist nicht so alt, wie man sich fühlt, sondern so alt, wie man alt ist. Wenn du jung bist, denkst du, dass du alles vor dir hast. Auf 20 folgt 30, auf 30 das, was dir Sorgen macht. Einmal durchatmen und du vergisst die Zeit. Einmal nicht aufgepasst da draußen und es ist vorbei. Materia mit UFM. P.Fox, Sekundenschlaf. Konsole an, das Spiel kann beginnen. Dicke rote Backen, was ein niedliches Kind. Hängen noch fest am Nabel der Zeit. Das perfekte Kind, was immer schläft, niemals schreit. Ich brauch mein Recht, Mom, give me some more. Ich fang an zu sprechen, mein erstes Wort ist yo. Aufgewachsen in der DDA. Reiß die Mauern ein mit meinem Transformer. Bin ein Kind, was dein Papa kaum sieht. Ziemlich schlau mit einer Schwäche für Mathematik. Und ob die mich bei Hansa Rostock wohl nehmen. 2 Tage später schon Kapitän. Ich spring von Level zu Level zu Level. Ich spring von Level zu Level zu Level. Ich spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Sein lass, komm schon, steh auf, komm schon. Hallo.
bin ein Material Boy. Ich bin so schön verstrahlt. Das war der Hammer aus dem Frankfurt. Auch in den letzten 20 Sekunden wollte ich alles bringen. Von den Niederlanden.